Hi Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Es ist ein Stop-Motion-Effekt, kein Stop-Motion-Quick-Tip. Ich habe am Anfang der Sommerferien ja schon ein Video zum Quick-Tip gemacht. Das hier ist jetzt eher so ein Effekt-Video, nämlich der Person-Durchschieß-Effekt. Und, ich zeige euch jetzt erstmal gleich, was ihr für so einen Effekt braucht, ja. Ein grünes Papier. Eine Schere und Lego-Teile. So, und wie ihr jetzt die Lego-Teile aufbauen müsst, das zeige ich euch jetzt. Also, als erstes braucht ihr dieses Stück. Es kommt so hin. Dann braucht ihr zwei von diesen gelben hier. Diese hier. Davon kommen zwei Stück einfach aufeinander. Dann braucht ihr dreimal diese rot. Hier. Drei Stück. Und dann hier so ein Stück, am besten auch rot, ich habe es nur in schwarz. Und dann kommt es einfach hier einzeln, da einzeln und das kommt dann hier oben drauf. Und natürlich alles gut fest. Und dann macht ihr das gleiche nochmal. Also ihr steckt das gleiche nochmal so zusammen. Like this. Und da braucht ihr noch diesen Vierer und da kommt hier der Einser dran. Und dann könnt ihr das so hier hin machen. Moment. Oh, falsche Seite. Richtig klug. So. Und das dann einfach noch hier machen. Und dann braucht ihr so ein flaches. Ich glaube, ja, es geht auch noch mit einem roten, aber ich habe jetzt ein flaches genommen. Und halt entweder so einen nochmal, aber ich habe hier jetzt, weil ich einfach den hier gerade zahlen wird, den hier genommen. Und dann kommt das Ganze so aneinander. So, wenn ihr euch das anschaut. Hier. Okay. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Schritt. Für den nächsten Schritt braucht ihr das grüne Papier und die Schere und das Klebeband. Und jetzt schaut ihr erstmal, wie groß ungefähr jedes Stück ist. Okay. Und schneidet dann hier so eine Ecke einfach aus dem Papier. Und so, ich muss das Zeug nehmen. Wir haben jetzt so ein Eckchen. Und das schneide ich jetzt darauf zu. Und da machen wir mal die Zeit ein bisschen schneller.
So, das passt jetzt. Ich habe jetzt hier mein Mini-Stückchen. Und jetzt muss ich das Ganze noch mit Tesa in ungefähr, dass ich das doppelt habe, also dass ich das mit Tesa festkleben kann, noch den Tesa zuschneiden. So, das Ganze ist jetzt zugeschnitten. Und jetzt seht ihr gleich, wie ich das Ganze anbringe. So, das wird jetzt wohl der schwierigste Teil. Am besten stelle ich die Figur hier so ein bisschen daneben. Dass ich genau den grünen Kleber an die Stelle hinkriege, wo ich es haben will. Und wenn der falsch ist. So. Richtig aus. Habe ich noch ein bisschen tiefer. Und sieht schon mal nicht schlecht aus. So richtig grün ist das aber noch nicht. Da brauche ich dann noch anderes Licht, damit man das besser raus wird. Dann kann man nicht das Ganze drin filmen. So. Aber wie ist jetzt die Frage, filme ich das Ganze? Also, ihr braucht dann halt noch den PC. Und damit schneidet ihr dann das Grüne raus. Hier, das zeige ich euch dann aber später noch. Am Video. Jo. Dass dann der Polizist dahin schießt und dann hat er hier eine klaffende Wunde. Okay, dann filme ich jetzt das Ganze mal und wir sehen uns gleich beim Videoschnitt. Hast du die Pizza gestohlen? Komm schon, rück raus! Also die Pizza, die ist von selbst hergekommen. Hä? Ach, so ein Scheißdreck! Da bin ich so ein Scheiß, Junge! Ah! Oh! Ah! Ah! Was denn? Mein Kanal steht jetzt bei 18 Abonnenten, 3413 Aufrufe und mein neues Kanalbild. Ja. Mein YouTube-Kanal habe ich eröffnet am 22.12.2013. Heute ist der 24.10.2014. Also ungefähr. Ja, so in 2 Monaten so haben wir dann ein einjähriges Jubiläum und das finde ich schon ziemlich cool. Mein Video mit den meisten Klicks hat 469 Aufrufe. Das ist die Let's Show Küstenmacher Part 2. Das ist mein drittes Video, was ich je gemacht habe. Ich finde es schon ziemlich krass, fast 500 Aufrufe. Und irgendwann, wenn ich dann auch Jubiläum habe, wird dann auch eine Jubiläumsfeier raussuchen. Ich überlege mir jetzt mal was man da für ein Special machen könnte.
Ansonsten noch schöne Ferien, also schöne Herbstferien und ciao!